So, und damit herzlich willkommen hier zurück zu Rockcast and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder den Weg hergefunden habt. Und ja, wie immer gilt natürlich, willst du nichts mehr verpassen, Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne, gerne kommentieren und natürlich liken, was das Zeug hält, ist ja logisch. So, wir haben, es ist jetzt mittlerweile Winter und wir haben keinen Schneeräumdienst hier hingebaut. Das geht gar nicht. Da müssen wir echt mal was machen. Wo bist du denn? Technische Dienstleistung. 11, 8, 4. 8, 4, zu klein. 16, 7. Okay, dann machen wir die mal auf die andere Seite, glaube ich. Ich sehe gerade, von der Endstation geht gar nichts weg. Da müssen wir mal was machen gleich. Da führen nämlich keine Wege hin. Ist auch ganz clever, wenn man eine Station baut, wo keine Wege hinführen. Ganz, ganz clever. Ist wieder ein typischer Ed, ne? So, können wir da einen Tunnel bauen? Fragezeichen. Es wäre schön, wenn das gehen würde. Wenn nicht, muss ich mit einer Brücke arbeiten, was ich aber ungern tun würde. Come on. Verdammt. Ich habe gerade was gesehen. Und zwar fehlt hier noch der Straßenanschluss. So, den mal schnell dran gebatscht. Ja, das war klar. So geht es aber. Okay, das passt. Muss ich echt. Schade, dass das jetzt nicht geht mit dem Tunnel. Warte mal kurz. Ja, das wird weg. Weg. Brauchen wir nicht. Ich frage mich, ob das auch so geht. Sollte doch eigentlich, oder? In der Theorie zumindest. Yes, das geht sogar. Sehr nice. Ja, dann wird das wenigstens mal genutzt. So, bleibt die Sache mit dem hier noch zu klären. Na, ganz unproblematisch einfach anklemmen. Schneeflug. So, okay. Lehmstraße braucht er nicht machen. Kiesstraßen haben wir auch nicht.
Okay, dann legt mal los, Leute. Und räumt die Straßen. Und wir kümmern uns jetzt um das Problem hier hinten, wie wir das jetzt hier mal lösen. Müssen wir ganz kurz gucken, wo ist der Eingang? Hier wäre ein Eingang. Da oben wäre ein Eingang. Das heißt, wir könnten hier runtergehen und hier die nächste Schicht aufziehen. Hoppala. Okay. Da lang, da lang. Machen wir uns mal ein bisschen Platz. Und sehen zu, dass wir jetzt hier unser nächstes Städtchen hochpushen. Um das Ganze hier mit ein bisschen ranzukriegen. Okay, da geht's nicht. Da sind die Züge. Geht sogar. Dann ziehen wir jetzt hier die nächste Stadt mit hoch. Dann nehme ich das mal weg. Na. Warum nicht? Komm. Man muss ja nicht immer alles 100% gerade bauen. So. Nur für das Kraftwerk. Wohlgemerkt. Der Rest muss dann noch kommen. Also müssen jetzt mehrere Standorte bauen. Hier oben läuft nämlich auch noch nichts. Da müssen wir mal gucken, dass wir die Leute da hinkriegen. Vielleicht mit Hubschrauber, wo ich das übertrieben finde. Aber naja gut, manchmal muss man halt ungewöhnliche Wege gehen, ne? Hilft ja nichts. So, die brauchen wir eigentlich nur für das hier. Also fangen wir mal an. So, okay, dann machen wir mal das. Dann ziehen wir noch ein bisschen hoch. Ich nehme mein Geschäft. Wir haben den hier. Den finde ich eigentlich ganz cool. Wird so der Mittelpunkt. Na, jetzt einkaufen. Ja, alles klar, Tova. Danke für deinen Besuch. Und viel Spaß noch. So, das hier wird, wie gesagt, der Mittelpunkt zwischen Einkaufen, zwischen, ja, Heizkraftwerk und hast du dich gesehen. Ist aber nicht gerade. Ist nicht gerade, das gefällt mir nicht. Okay, das ist mir zu. Ah, das passt schon besser. Okay, so. Um.
Ich lasse da extra mal ein bisschen Platz. Damit man da nicht zu nah dran wohnen muss. Man muss ja nicht übertreiben, ne? Man muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen können. Ja, nochmal aufpushen. Na komm. So, dann gehen wir hier schräg raus. Na. Na, gehen hier auch schräg raus. Möglichst. Und jetzt wäre es schön, wenn wir jetzt einen schönen Kreis ziehen könnten. Das wäre ja herrlich, ne? Aber das wird so nicht gehen. Und 1A Halbkreis wäre toll. Fast. Nicht so verkehrt. Geht. Geht noch schöner, aber naja, gut. Okay, so. Dann machen wir es mal so hin. Ja, das ist der Mittelpunkt. Dann bauen wir jetzt unser Geschäft. Das Geschäft haben wir ja jetzt schon. Schule etc. pp. Wir kennen es ja. Wir müssen es ja machen. Es hilft ja nichts. Es hilft absolut nichts. Wir müssen das machen. Na, wo ist mein Schuh? Schuh ist weg. So. Aber wir machen jetzt mal ein bisschen was anderes. Und zwar... Kindergarten, wo bist du denn? Was wir lange nicht mehr hatten. Harrow, Kindergarten. Jetzt machen wir wieder ein bisschen mit den Harrow-Geschichten. Ich finde, das passt ganz gut. Schule. Wo ist meine Schule? Da ist meine Schule. Harrow School. Jawohl. Oben dran. Passt auch. Sehr schön. So, haben wir das zufällig auch eine Harrow-Universität. Das wäre ja mal richtig gut, wenn wir eine Universität hätten mit einem Harrow-Style. Haben wir eine im Harrow-Style? Nee, sieht nicht danach aus. Das ist mir zu... too much. Viel zu riesig. Übertrieben. Sowas ist von übertrieben. Hm. Zu übertrieben. Das hier geht eigentlich. Das passt sich auch ganz gut. Ja, komm, das nehmen wir auch so. Dann haben wir nämlich Einkaufen plus Schule gleich an einen Ort. So, dann machen wir es nämlich richtig. Dann machen wir jetzt hier auch gleich mal den Wasserverteiler. Und den Kloakentank. Haben wir schon mal an einen Ort.
Plus. Heizung. Können wir eigentlich auch gleich hier hinpacken. Weil die können wir eigentlich da hinpacken, oder? Passt der da rein? Passt nicht rein. Dann geht er ein bisschen außerhalb. Macht nix. Okay. So, das haben wir auch. Jetzt geht's weiter. Warte mal kurz. Schule haben wir. Rathaus wäre noch ganz geil. So, können wir den da reinquetschen? Nein, können wir nicht. Ja, nee, es ist too much. Why not? Komm, bauen wir da das mal hin. Passt schon. So, okay, das haben wir auch. Hier haben wir jetzt ein Rathaus. Kirche. Zu viel. Ja, sehr zentral bisher. Gefällt mir gut. Gefällt mir echt gut. Mal ein bisschen aufschütten. Okay. Okay, hier ist sogar eigentlich ein Straßenanschluss. Aber... warte kurz. Muss ich ohne das Magnetteil machen? So ist besser. Und jetzt gehen wir hier rum. Rechnen mal die Form so ein bisschen auf. Okay, so, dann haben wir das. Jetzt nehmen wir die Kirche, die brauchen wir auch. 100, 560, das ist die Riesenkathedrale. 80... 100. So, Kirche. Haben wir auch. So, was fehlt? Sport. Sport fehlt. Das Geschäft haben wir ja. Kino fehlt noch. Da können wir mal was Neues machen. Vielleicht mal hier so ein Amphitheater oder sowas. Für die Kultur, es passt leider nicht hin. Mal kurz. Bauen wir einfach mal ein bisschen was hin. Schaden tut's nicht.
Na, ja, noch ein Theater. Hoffentlich macht das kein Theater. So. So, warte mal kurz. Kultur. Planetarium. Puh, so riesig. Museum der Republik, warum nicht? Können wir noch machen. Ja, alles für die Kultur. So, sporttechnisch. Sind wir ja auch auf der Höhe der Zeit. So, dann Outdoor-Aktivitäten. Holzplatz, wenn möglich. Im Winter natürlich geschlossen. Logisch. So, damit steht quasi schon die nächste Infrastruktur. Fehlt natürlich noch eine Busverbindung etc. pp. Aber das kommt noch. So, sehr gut. Dann lassen wir es mal aufbauen. Ja, und wie das weitergeht, Freunde, das seht ihr im nächsten spannenden Part. Ich bedanke mich auf jeden Fall so lange fürs Zusehen. Hinterlasst gerne ein Däumchen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed.